Morgen Österreich! Herzlich willkommen bei Ö3 Wecker mit den neuesten ZÜB-Nachrichten. Im Studio begrüßen euch MC Asmus Daffer und mein Bruder Prinz Ali. Und hier hinter uns sitzt hier keine Weltkarte, sondern unser Migrationshintergrund. Aber jetzt gleich zum wichtigsten Thema vom ganzen Jahr 2010, dem Fußball-Weltmeisterschaft von Südafrika. Wir machen heute hier im ZÜB eine stärkere Analyse vom WM als die von ORF-Analysator Schneckerl Verhaschbler. MCS, warum haben dem Argentinier so stark verloren? Weil dem Teamchef Maradona ist dem schlechtesten Trainer von ganzen Welt. Ich mein, er wollte mit Messi Ordnung ins Spiel bringen. Wie soll denn bitte gehen? Zu meinem Cousin Osman haben die Psychologen auch gesagt, er ist ein Messi. Und wenn du bei denen in Wohnung reinschaust, die ist von Ordnung so weit entfernt wie Türkei von EU-Beitritt. Erst Teamchef Maradona hat seine stärksten Zeit in die 80er Jahre gehabt. Mit Like a Virgin, Material Girl und Papa Don't Bitch. Und MCS, wer war deine Lieblingsmannschaft? Natürlich den Franzosen. Weil bei denen hat jeden Tag Kampf im Kopf auf sich gegeben. Sich gegen sich. Darum sind die Franzosen für mich Weltmeister der Herzen. Aber MCS, war dem WM nicht auch urdeppert, weil von den Schiedswichteln so viele Fehlentgleisungen getroffen worden sind? Sollte man im Fußball nicht endlich den Videobeweis einführen, wie bei Pamela Sanderson im Schlafzimmer? Yes, Darling, bist du gegen eine Torstange gelaufen? Hast nicht gehört? Der Oberboss von FIFA Mafia, der dunkle Lord Depp Blattler, will jede Technik raushalten aus dem Fußball. Hey, aber das ist ja dem ursuper Nachricht für ein ÖFB-Team. Stimmt, weil die sind technisch eh urschwach. Ah, yeah!